In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr bei eurem RNS 310 den Entwickler bzw. Service-Modus freischalten könnt. Ihr prüft wie immer zunächst die Verbindung zum Fahrzeug, um Verbindungsfehler ausschließen zu können. Wenn dies in Ordnung ist, speichert ihr diese und wählt anschließend Steuergerät Nummer 37 für die Navigation aus. In dem Steuergerät wählt ihr Funktion 10 für Anpassung und wählt als Anpassungskanal den Entwicklermodus. Da ist jetzt der gespeicherte Wert auf gesperrt. Dann setzt ihr den neuen Wert auf freigegeben, übernehmt diesen. Könnt danach die Anpassung schließen, das Steuergerät schließen und VCDS beenden. Und das sieht dann so aus, dass wenn ihr bei eurem Radio die Setup-Taste lange drückt, nach einiger Zeit in das Entwicklermenü kommt und dort jetzt halt verschiedenste Möglichkeiten habt.